Vita Mortis Caria. Kann ich helfen? Vita Mortis Caria. Vita Mortis Caria. So, was haben wir hier oben drin? Schatzkisten. Wie kann ich in Ordnung? Was ist das alles? Also ja, wir sind auf der letzten Ebene, wo jetzt langsam die Schatzkarten ankommen. Ja, ich möchte bitte teilen. Ups. Und ups. Habe ich irgendwelche Tränke, die ich ihr geben könnte? Nicht unbedingt der Geschütztheit. Schöpferkraft bringt dir auch nicht viel. Steinformtrank eigentlich leider auch nicht. Ah, so ein Lebenskrafttrank wäre schon Beispiel mal was. Und die könnte sie auch nehmen. Es ist halt schon krass, die Rüstungsklasse bei ihm ist viel besser, obwohl er eigentlich eine schlechtere hat. Da mit Geschoss, gegen Geschoss und gegen Hieb. So, jetzt die Schlösser knacken. Ninjato. Und ein Langschwert. Das kannst du mal identifizieren. Das ist ein Feuerschutztrank. Das ist Zeug für hier. Ninjato ist ein Krummsäbel, der dann verkauft werden kann eigentlich. Das hier ist Unauffindbarkeit. Fürsprache. Rüstungsklasse Bonus minus 2. Aber nur gegen Geschosse, okay. Dieses Langschwert wurde 1272 für den viel gereisten Waldläufer Kelanion aus Suba angefertigt. Kelanion, der nur leichte Rüstung und keinen Schild zu tragen pflegte, wollte eine Waffe, die ihn im Kampf beschützen konnte. Das Schwert wurde für ihn von einem Bekannten, dem Zauberer Pef aus El Torel, angefertigt. Es sieht an sich ziemlich gewöhnlich aus, aber genau dies wollte Kelanion. Es besitzt eine einfache Stahlklinge und eine ebenso schlichte Glocke. Der Griff der Waffe ist mit dunkler, geölter Ogerhaut umwickelt. Das Schwert verfügt über einen schwachen, empathischen Instinkt. Es bewegt sich in der Hand des Kämpfers, um sich anderen Nahkampfwaffen in den Weg zu stellen. Fürsprache ging verloren, als Kelanion im Trollbellwald von mehr als einem Dutzend Trollen getötet wurde. Ja, das ist jetzt so die Sache. Das würde die Rüstungsklasse besser machen. Und ja, die Schnellschussarmbrust, wir benutzen sie nicht, wir können sie verkaufen.
Genauso wie das plus 1er Katana eigentlich. Das ist halt nur eine plus 1er Waffe. Die beiden sind plus 2er Waffen. Ja, so finde ich die Kombination ganz gut. Mit dem Minus 3, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Schlag und Stich und Geschoss plus 1. Naja. Ganz ehrlich, da ist der ETW besser, aber der Schaden geringer. Ach komm, die Riesenhellebarde kann auch mal weg. Soll er lieber mit dem Ding zuhauen. So, hier haben wir Schutz vor Kälte. Die können wir leider nicht da reinpacken. Auch nicht schlimm. Dein Befehl. So, das war die erste Schatzkammer hier. Ja, zur vierten Ebene. Und steht auch Yuan-Ti-Schatzkammer dran. Was ist los? So soll es geschehen. Hi. Dein Mond hat sich verfinstert. Es gibt keine Schatten mehr, nur noch einen Hof, der Vergessene, den schwarzen Anhängern gemachte Versprechungen beleuchtet. Seufzt. Genug rothaariges Stiefkind, Acherons. Kannst du mir nicht mal sagen, was los ist? Okay, Yuan-Ti-Kämpfer. Ja. Kommt ihr, wenn ihr euch traut? Und ja, wieder genau auf die, die sich am wenigsten gegen Fernkampf wehren kann. Gewiss. Ich werde Was machst du natürlich. eigentlich immer da vorne? Ist das alles? Ja, Yuan-Ti-Kämpfer, zwei Stück und das war's auch schon hier drin. Sag was. Gewiss. Oh, Ich Falle warte meinen Bart, zugeschnappt. deine Blut. Ich werde schwer erwischt. Ich fürchte, ich Okay. werde es nicht schaffen. Wie kann ich sofort? Ja, komm hierher zurück. Komm, Bus, Bus. Dein Befehl. Einverstanden. Ja. Mögen die Schütter mich schützen. Sofort. Hey, mal ein Yuan-Ti, der was tut sogar. Was? Mit Vergnügen? Nebenbei, wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Tu mal alle 80 in den Rucksack. Hier auch 80. Ja gut, du hast noch mehr als genug Kugeln. Sag, was du gewiss. Bereit? Schau mir ruhig zu. Wie kann sofort? So, jetzt kommst du noch her. Dein Befehl. Ich schlag dich in Stücke. Die können echt gut schießen. Also Dyonti, was erwartet man? Es soll geschehen. Und sie benutzen plus 1er Pfeile, was das Ganze ja, noch ein weiter. bisschen nerviger macht. So.
Was ist los? Ich tu's. Jetzt können wir dich mal fallen entschärfen lassen. Sag, was du vor. Es soll geschehen. Woran, wenn es sein muss? Ja, das sind nämlich Fallen dieser Art, die nur einen einzigen Stein betreffen. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Oh, hi. Dein Befehl, vorwärts! Oh, das sind viele. Nee, ich hab's schwer erwischt. Warum haben wir in Ordnung? Warum sind das so viele? Kann ich helfen? Eieiei. Nicht gut. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Was? Ah, da ist noch eine Falle. In Ordnung. Okay, hi. Kann ich helfen? So. Hinter von mir nicht so. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sicher. Euer Himmel nah. Werden müssen. Ja, sehr gerne. So, einen Feuerball habe ich noch. Okay, jetzt habe ich keinen mehr, weil... Ich schlag dich ins Becken. Euer Leben ist verwehrt. Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich werde tun, was ich kann. Ja, was so eine... Wie kann ich helfen? Spür meine Sterne. Todeswolke doch helfen kann. Auf in den Sinn! In Ordnung. Sterb. Und dann kommt der hohe Bogenschütze und er schießt einen einfach. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Kann ich helfen? Ich kann das machen. Was? Okay. In Ordnung. Dein Befehl? Was ist los? Oh, ist das alles? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. So, du ziehst dich zurück. Ja. Du sprichst. Nein. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Kann ich helfen? Ich kann das machen. Was? Mit Vergnügen. Okay. Ei. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Jetzt. Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Infantus Fulgur. So, ich habe noch mehr Feuer für euch. Dein Befehl? So. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ich werde tun, was ich kann. Ja? Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, wohl. In Ordnung. Euer Ende ist nah. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Wie kann ich das machen? So. Infantus Fulgur.
Oh, noch mehr Tote, Jürgen. Wie kann ich helfen? Sterb! Sofort! Ja? Du verschwimmst mal. Du bereitest einen Kettenzauber vor.